Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Beim letzten Mal sind wir hier zurück nach Akkon gegangen und haben uns um Informationen zu Wilhelm von Montferrat bemüht. Und in dieser Folge wollen wir uns natürlich noch weitere Informationen zu Wilhelm von Montferrat holen. So, der komische Bogenschütze hat aufgegeben und wir helfen natürlich, wie auch bereits in der letzten Folge gesagt, dem armen Typen da. So, diesmal habe ich beide gekriegt, aber es sind trotzdem noch eine ganze Menge. So, kleine Klinge. Zack. Schön schnelle Waffe, ja. Boah, als ob die eine Chance hätten, ey. Und zack. Oh, das ging flott, muss ich sagen. Das ging ziemlich gut. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Alles klar, ich kletter hier mal die Leiter hoch. Das ist ein böses Omen. Ach, ich gucke halt erstmal auf die Karte, ob ich irgendwo noch Informationen habe. Nö, wie es aussieht, nicht. Wo ist denn da? Dann gucken wir mal hier weiter, ob wir da noch ein paar Informationen haben zu Wilhelm von Montferrat. Das ist natürlich genau in der anderen Richtung, in die ich eigentlich gerade gehen wollte. Hey, da drüben sind eine ganze Menge Leichen. Ich weiß nicht, wer das getan haben könnte. Guck dich mal lieber ein bisschen um. So. War ich bei diesem Aussichtspunkt nicht schon? Nee, scheinbar. Okay. Ach, der hat gesprochen. Ich dachte gerade, wer redet denn da? Klang etwas seltsam. So, nee, den Aussichtspunkt hatten wir noch nicht. Der scheint auch ziemlich human zu sein, im Gegensatz zu diesem einen anderen. Ich muss mir aber auch langsam wieder Messer besorgen. Die gehen nämlich gerade aus. Was ich nicht so mag, oder beziehungsweise was ich nicht besonders begrüße, muss ich sagen. Weil Messer brauchen wir ja ziemlich häufig, denn Bogenschützen haben die hier in Akkon eine Menge, muss man sagen. Also wenn sie was haben, dann sind es Bogenschützen. Da drüben ist übrigens eine Flagge, falls jemand interessiert. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, mal gucken. Kriegen wir jetzt noch ein paar Informationen? Vielleicht ist hier vielleicht... Ah, da unten sehe ich schon einen Assassinen. Lohnt sich doch immer, diese Aussichtspunkte zu holen. Man sieht die Assassinen manchmal wirklich. So, den da drüben habe ich schon gesehen. Friede sei mit euch, Bruder. Obwohl mir selbst kein Frieden vergönnt ist. Geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Wilhelm hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Natürlich, das kriege ich schon hin. Okay, drei Bogenschützen eliminieren. Na, schauen wir mal, ob wir das nicht hinkriegen. Ja, ja, ganz ruhig. So, da oben scheint irgendwo der Erste zu sein. Das Problem ist natürlich jetzt, ich habe nur zwei Wurfmesser. Das heißt, mindestens einer muss durch die versteckte Klinge sterben. Du bist doch mein Ziel dann wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, wie bewegst du dich? Erstmal gucken. So. Jetzt geht er da rum. Oh, verdammt. Oh, was ein Arschloch. Und zack. Das wäre der erste gewesen. Das lief ja schon mal gar nicht schlecht. Dann hätte ich jetzt nämlich sogar zweimal Messer für die restlichen. So, die Leiter brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, da vorne soll irgendwo der nächste kommen. Vielleicht schaffe ich es ja auch mit der versteckten Klinge. Das wäre sogar noch geiler. So, hier hinter wahrscheinlich. Ganz vorsichtig. Der darf mich nicht sehen. Gut, dass wir quasi um die Ecke gucken können. So, er dreht sich so. Dann... Hoffentlich, naja, warum sollte er sich nach rechts drehen? Es ergibt keinen Sinn. Hm. Oh, verdammt. Und jetzt macht er... Jetzt ist er ziemlich angreifbar, Freundchen. Warum auch immer du hier nach unten guckst. Aber das war dein Todesurteil. So, und der da vorne ist wahrscheinlich dann unser nächstes Ziel. Okay, wie kommen wir denn am besten an den ran? Von der Seite, würde ich fast sagen. Müssen ein bisschen aufpassen, dass der uns nicht sieht. So, jetzt wird er wahrscheinlich gleich da wieder einmal nach vorne gelaufen kommen und dann dreht er sich wieder um. So sah das zumindest, so sah zumindest gerade sein Schema aus. Oder nicht? Ich scheine eine Menge Zeit zu haben. Vielleicht dreht er sich auch noch kurz eine Weile.
Aber ich meine, der ist gerade kurz nach links gelaufen und dann hat er sich wieder umgedreht. Auf die... darauf will ich eigentlich nochmal ganz kurz warten, bevor ich dann ihn angreife. Okay, er hat wieder umgedreht. Ich habe ihn kurz gesehen. Und ich mache es jetzt sicherheitshalber, beziehungsweise weil der Typ... Ui, das war knapp. Wie auch immer, der mich gesehen hat. Der hat mich nämlich gerade wirklich gesehen. Der wollte gerade schon Alarm schlagen. Wie auch immer der das gemacht hat. Mit dem Rücken zu mir. Hallo? Wie geil ist der Typ? Das möchte ich auch können. Also ich meine, ich kann es ja im Prinzip, weil ich hier eine tolle Kamera habe durch den Animus. Aber ich meine, Alter, ihr selbst konnte das wahrscheinlich eher weniger. Gut, der konnte dann wahrscheinlich sowas wie zum Beispiel um Ecken einfach mal gucken. So, jetzt können wir hier den ganzen Weg einfach zurückgehen. Jetzt sind ja keine Bogenschützen mehr. Und wenn wir nämlich jetzt noch unentdeckt bis zu unserem Informanten kommen, wäre alles perfekt. Ah, und hier können wir ja auch direkt die Leiter runternehmen. Das heißt, ohne irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Bloß nicht noch jetzt irgendwie Stände zerstören. Ach, du bist immer noch da? So, hier, ich hab's geschafft. Hab Dank, Altair. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid. Ja, durchaus hilfreich, muss man sagen. Okay, und da drüben scheint noch ein Informant zu sein, wie ich das sehe. Gucken wir uns mal an, was der uns noch geben kann. Ja, jetzt haben wir Karte mit seinen Bogenschützen, was natürlich durchaus hilfreich sein kann, wie gesagt. Ach, das da vorne scheint dann wohl die Festung zu sein von Wilhelm. Sieht zumindest dem Banner nach auch so aus. So, wo ist denn unser Freund hier? Wieder zurück, Alter, hier. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Ist das der gleiche Typ wie beim letzten Mal, als wir hier in Akkon waren, oder was? Es sind wichtige Informationen. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Ja, ja. Okay, wo müssen wir anfangen? Geht's hier nach oben, oder wo? Wo ist denn die erste, ist die Frage. Ich will das, wie gesagt, ein bisschen sinnvoll angehen. Okay, wahrscheinlich muss ich hier hoch. Vermute ich jetzt einfach mal. Warum tut er das? Ich weiß nicht, wo er diese blöden Flaggen verteilt hat. Was hat er für einen Spaß, Flaggen zu verteilen? Warum würde jemand so etwas tun? Ja, ich weiß nicht, warum. Nein. Hier ist keine Flagge. Hä, wo hat er die Flaggen verteilt? Moment. Das letzte Mal hatte ich zwar immer noch genug Zeit, aber ich will es jetzt auch nicht riskieren. Ach, geht mir mal bitte aus dem Weg, Leute. Meine Güte. Wo ist denn... Ach, da. Ah, okay, ich darf einfach so anfangen. Okay. Jetzt habe ich zwar ziemlich die Hälfte oder einen Großteil meiner Zeit, ein Drittel meiner Zeit schon verbraten, aber dafür bin ich ja immer besonders schnell in solchen Sachen, ne? Zack. Jetzt nach oben. Warum ich Flaggen einsammle? Keine Ahnung eigentlich. Eigentlich hoffe ich, dass der mir wenigstens ein paar sinnvolle Informationen geben kann. Ich bin ja schon wieder weg. Sollte mich doch gar nicht mehr sehen, oder? Ja, wollte schon sagen. So. Wenn man mit ein bisschen Plan an die Sache rangeht, ist das ganz locker machbar, selbst in weniger Zeit. Und zack. Und damit sind wir auch gleich wieder bei ihm. Ha, perfekt. Guckt mal, wir haben immer noch anderthalb Minuten. Ich hab nur knappe 40 Sekunden für den Spaß gebraucht. Eure Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter, hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Okay, Wilhelm bleibt also in seiner Zitadelle. Das haben wir, ja, uns schon, haben wir irgendwie schon vermutet. Wie gesagt, das ist die einzige Sache, die ich ein bisschen seltsam finde. So, jetzt ist die Frage, ob mir der Aussichtspunkt hier hinten irgendwas bringt. Ich vermute fast nein. Ich glaube nicht, dass da hinten noch ein Informant für uns ist, aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Gut, er wird sich also scheinbar hier in diese Festung zurückziehen. Gut, wo genau hin, wissen wir natürlich nicht. Warum sind hier alle aufmerksam auf mich schon? Wahrscheinlich, weil es die Festung ist. So. Da drüben ist noch einer, den ich dann mal eliminiere. Hallöchen und tschüss. Das war's mit dir. So, wie komme ich denn jetzt zum Aussichtspunkt am besten? Wahrscheinlich darüber. So, ja.
Haha, ich bin gut. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Wer redet denn da? Ich bin nicht da. Ach, wahrscheinlich da oben irgendwo. Soll mich jetzt mal am Arsch lecken, der Kunde. Komme ich hier hoch? Jawohl. Ach, geht ja flott. Dafür, dass der so hoch zu sein scheint, geht er relativ flott, muss ich sagen. Also hoffe ich, dass der jetzt weiterhin so flott ist, aber wir werden es ja gleich sehen. Das wollte ich nicht. Ich wollte da hoch, danke. So, hier oben sind doch bestimmt noch Wachen, oder? Ja, aber wenn hier keiner ist, dann kann ich das ja getrost ignorieren. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er hier noch Wachen postiert hat auf dem Turm. So, und jetzt ist die Frage, wo jetzt? Da ist auf jeden Fall schon mal der Aussichtspunkt. Wir kommen relativ schnell hier hoch, muss ich sagen. Vor allem, wenn das die Festung wirklich ist, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir uns vorher den Aussichtspunkt holen. So ein bisschen, um das Gebiet zu kennen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Können wir uns mal gleich das Gebiet angucken. So sieht die Festung also aus, wohin er sich wahrscheinlich zurückziehen wird. Nun gut. Gehen wir mal weiter. Ah, alle, hopp, wieder runter und einfach, ja. Das hat mir jetzt keinen Informanten gebracht, ne? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Informanten, brauchen wir noch. Gucken wir mal auf den letzten Aussichtspunkten. Und, ah, sogar ohne, dass es mir wehgetan hat, quasi. Ich müsste doch bald wieder ein bisschen mehr Synchronisation bekommen, oder? Das tut weh. Hui, das war knapp. Ich dachte nicht nur, dass das wehtun wird, sondern auch, dass mich das ein bisschen aufmerksam, oder dass das Aufmerksamkeit auf mich ziehen wird, aber scheinbar dann doch nicht. Ja, warum wohl? Ich habe nicht vor den ganzen Tag, beziehungsweise wir haben nicht so viel Zeit. Wir wissen ja, dass das Ganze schon heute passieren wird. Kommt nicht näher. Ach Mann. Warum habe ich jetzt eigentlich die kleine Waffe gezogen? Da ist doch das Schwert besser. Sag ich doch. So. Sorry dafür. Du wärst so oder so gestorben, aber... So musste ich dich halt jetzt erstechen mit einem Schwert. Und sonst hättest du die Klinge bekommen. Ich hätte natürlich auch mal wieder mit der Klinge kämpfen können. Ich wollte ja sowieso schon mal, das kann ich ja hier an der Stelle jetzt einfach mal erwähnen. Ich wollte ja sowieso schon mal, das wollte ich schon ewig mal probieren, ob das möglich ist. Zumindest bis aufs Ende, sag ich mal, ohne jetzt spoilern zu wollen. Das ganze Spiel, gerade jetzt, wo ich weiß, dass man eben auch kontern kann mit der versteckten Klinge, nur mit der versteckten Klinge, keine andere Waffe benutzen. Ich habe mich echt mal gefragt, ob das möglich ist. Ich denke, es ist, wie gesagt, bis aufs Ende halt möglich. Weil ich glaube, beim Ende braucht man zwingend die Wurfmesser. Kann aber auch natürlich sein, dass ich mich irre. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man fürs Ende zwingend die Wurfmesser braucht. Und ja, das wollte ich eigentlich schon lange mal ausprobieren, ob das funktioniert. Es wird zwar ziemlich nervig werden, aber ich glaube, ich probiere das einfach mal aus. Ist bestimmt ganz lustig. Vor allem eine gewisse Szene wird dann richtig nervig werden, glaube ich. Da werde ich ewig hängen, aber naja, gut, mal schauen. Holen wir uns erstmal den Aussichtspunkt und gucken, ob wir weitere Informanten finden. Zwei müssten wir hier noch in Akkon finden, wenn ich mich nicht irre, ne? Da vorne haben wir auf jeden Fall... Ach, ist das wieder so eine Standzerstörungsaufgabe? Wo ist denn der Heuhaufen? Ach, da. Ich wollte nicht wieder irgendwo hinspringen, wo ich dann irgendwie sterbe. Das scheint doch wieder eine Standzerstörungsmission zu sein. Naja gut, dann tun wir das mal und gucken mal. Diesmal werde ich keinen Templer nebenbei erledigen. Das sag ich gleich. Hört mir zu, Alter ihr. Wilhelm von Montferrat hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind. Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Alles klar, das kriege ich schon hin. Zwei Marktstände kommen, das schaffe ich. Die 3 Minuten sind, das größte Problem ist, innerhalb der 3 Minuten dann ein Versteck zu finden, um zum Informanten zurückkehren zu können. So, Freundchen. Fange ich hier drüben an? Ja, komm, fange ich hier an. Zack, der erste hat geklappt. Ja, ja, ich möchte bloß rüberrennen, damit ich auch dann jemanden habe, den ich da reinwerfen kann. Ach, komm schon. Lass mich doch in Ruhe. Ich könnte jetzt gegen die ganzen Typen kämpfen, aber... Ich möchte ja eigentlich den Typen nur in diesen Stand werfen.
Und jetzt will ich eigentlich nur noch abhauen. Danke, dass du das tust, Alter, hier. So, jetzt muss ich nur noch ein Versteck finden, wie gesagt. So. Da ist eine Leiter, perfekt. Mit etwas Glück finden die mich gar nicht hier oben. Ah, perfekt. Warum? Warum? Geh da rein! Verdammt! Oh, wie gemein! Da war keiner mehr hinter mir her. Okay, das wird nichts. Da kämpfe ich ewig, wenn ich das jetzt mache. Ey, das war gemein. Die haben mich nicht gesehen. Ich will eigentlich jetzt auch nicht zu weit von diesem Stand weglaufen, muss ich sagen. Gibt's hier nicht irgendwo einen Abgang, einen schnellen? Ach Gott, da sind auch wieder irgendwelche Bürger, die misshandelt werden. Hier muss es doch irgendwo einen verdammten Heuhaufen unten geben, oder? So, abwärts. Na, wenn da schon ein verdammter Aussichtspunkt ist, dann wird da auch irgendwo ein Heuhaufen sein, oder? Heuhaufen, Heuhaufen, Heuhaufen. Na also. Ich meine wirklich, meine Spur hatten sie ja eh nicht mehr. Ich musste mich halt jetzt bloß noch... Ja, hier bin ich. Aber du hast mich schon vergessen. So, und dann habe ich jetzt noch eine Minute, um zu dem Typen zurückzukehren. Sollte machbar sein, denke ich. Das wäre es jetzt noch gewesen. Danke für eure Hilfe, Alter hier. Für euch war es keine große Sache, aber wichtig war sie allemal. Dieses Pergament wird euch helfen, wenn ihr Wilhelm entgegentretet. Na dann zeig mal her, was habe ich denn bekommen? Was? Noch ein Mann im Hafen steht mit Wilhelm in Verbindung? Hm, wer das wohl ist? Und in welcher Beziehung stehen die beiden? Also, dass er jemand mit ihm in Verbindung steht, ja, okay, aber verfolgen sie gleiche Ziele oder was ist ihre Verbindung? Ist es nur so eine quasi, ja, wie eine Koalition quasi, dass sie gesagt haben, wir verfolgen beide ähnliche Ziele, also arbeiten wir mal zusammen oder steckt da was Tieferes drin? Vielleicht werden wir es noch rausfinden. Wir müssen uns wir sollten uns diesen Mann am Hafen auf jeden Fall mal merken. Vielleicht kriegen wir auch noch die Möglichkeit, ihn zu eliminieren. So. Und daran... Ja, lass mich in Ruhe. Hauptsache, du schießt mich jetzt nicht hier runter. Gut, so gefällt mir das. Und dann gucken wir mal, kriegen wir jetzt schon unsere letzte Information oder muss ich noch mehr Aussichtspunkte holen? Natürlich muss ich noch mehr Aussichtspunkte holen. Ach, dann schauen wir halt noch ein bisschen. Meine Güte. Ist ja jetzt auch nicht so sonderlich schlimm. Er wird jemanden verletzen, ich weiß es. Ja, ich will. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ach Mann, die Arme, ich kann da nicht drüber hinwegsehen. Komm her. Ach Gott. Schnell die kleine Klinge, so viele wie hier kommen. So, meine Güte, geht mir nicht auf den Sack. So. Mann, warum müssen immer so viele Wachen noch kommen? Okay, ich dachte schon, der greift jetzt mal jemand an. Die haben aber auch keinen Bock anzugreifen, habe ich das Gefühl. Außer der. Und das hat ihm gleich das Leben gekostet. Gut, dann hätte ich auch keinen Bock mehr anzugreifen. So, hier. So, alle schnell noch eliminieren. Sie von ihrem Leiden erlösen, nicht nur ihre Beine brechen. Oh, verdammt. Das war nicht gedacht. Ach, scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen den Zivilisten umgebracht. Ach, da ist noch eine Wache. Hallo. So, hier. Meine Güte. Warum will ich auch bloß alle von ihrem Leiden erlösen, ne? Dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Güte. Was ist hier passiert? Ja, wie kannst du, das kannst du natürlich gar nicht wissen, ne? Wie sollst du das auch wissen? Ja, gut, okay. Ach nein, die Betrunkenen, stimmt. Die sind ja genauso wie die Irren von Damaskus. Oh, Moment, ich bin am Aussichtspunkt vorbeigelaufen. Ach nein, nicht noch eine, ey. Die tun mir ja fast leid. So. Diesmal sollte das Schwert sinnvoll sein. Ja, weggucken ist nicht die beste Variante. Ach, Mann. Der trifft ja nicht mal, wenn ich direkt vor ihm stehe, ey. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freiheit. Ach, du Scheiße.
Wer hat diese Person umgebracht? Was ist hier passiert? Ich würde gerne hochklettern. War da nicht irgendwo eine Leiter gerade? Da. Okay, er hat es nicht gemerkt. Ich dachte schon, der merkt das jetzt. Das wäre ja noch das Tollste gewesen an der Sache. Weil der Aussichtspunkt scheint doch nicht sonderlich hoch zu sein hier. Was, ich habe noch die Flagge eingesammelt? Warum habe ich eine Flagge eingesammelt? Wo habe ich eine Flagge eingesammelt? Keine Ahnung. Irgendwo scheine ich eine Flagge eingesammelt zu haben. Wer hat das getan? Zeigt euch. Ja, ich war es nicht. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, in den Heuhaufen direkt daneben zu springen, oder? Das wäre jetzt eigentlich ziemlich blöd. Ah, und ich sehe den letzten Informanten. Ich muss sagen, hier sind eine ganze Menge Informanten in Arkon. Also weniger so belauschen oder stehlen oder sowas, sondern viele Informanten. Hier scheinen eine ganze Menge Assassinen viel über Wilhelm zu wissen. So, gerade noch festgehalten. Dann sind wir denen jetzt auch endlich entkommen. Oh, noch eine Flagge. Komm, die nehmen wir mit, wenn wir schon mal dran vorbeigehen. Templerflaggen. Huch, ich bin jetzt auch an ihm direkt vorbeigerannt. Bei Gott, tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Oh ja, ich werde ein Todesengel sein. So, schauen wir doch mal. Fangen wir mit dem da drüben an. Ist eigentlich wurscht. Welcher ist denn hier Richards Mann? Ach, der da. Oh, warum müssen hier gerade so viele Wachen rumrennen? Das gefällt mir jetzt eher weniger. Ach komm schon, geh mir doch mal bitte aus dem Weg. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Ich will dich ja nicht um... Alter. Nein, ich habe kein Geld, verdammt. So, er muss hier irgendwo sein. Da ist er. Oh, perfekt. Eine verlassene Gasse. Ach du Scheiße, jetzt kommen natürlich gerade die Wachen von entgegen wieder. Und da ist auch wieder so ein scheiß Verrückter. Ich setze mich mal auf die Bank. Lass die vorbei. Und jetzt schnapp ich ihn mir. Und das war Nummer 1. Und schnell weg, bevor die Wachen hier rumpatrouillieren. Und den anderen noch schnappen. So, wo ist denn der andere? Ach, der scheint in einer anderen Straße zu sein. Dann schauen wir mal in der Straße. Da vorne steht er. Das ist er doch, oder? Der steht sogar nur. Ach, nicht die Betrunkenen schon wieder. Hey ho, Freundchen. Der war einfach. Es waren nicht mal Wachen in der Nähe. Der war einfach, aber die waren ja schon ziemlich nah auf den Fersen, muss ich sagen. So, das war's. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Danke, Meister. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Okay, also nach dem Attentat werden die Tore der Zitadelle, beziehungsweise der Festung, wie es ja einmal genannt wurde, geschlossen. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Das heißt, wir können nicht auf einem ganz einfachen Weg raus, sondern müssen versuchen, über die Mauern zu kommen. Gut zu wissen. So, hallo, danke. So, jetzt zurück zum Assassinenbüro und noch Bescheid sagen, dass wir alle Informationen haben. Und unsere Feder holen. Ich dachte, der schafft den Sprung, um ehrlich zu sein. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, er würde den Sprung schaffen. Ach, ehrlich, Leute. Lasst mich doch mal bitte vorbei. Ich möchte nur zu dem Assassinenbüro, welches hier direkt nebenan ist und es scheinbar niemand bemerkt. Da ist auch kein fettes Assassinenzeichen auf dem Haus. Nein, nein. Das gehört... Das hat da ein Kind gemalt. Alter, ihr. Was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist.
Gut, aber wie wir uns um Wilhelm von Montferrat kümmern, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin. Ciao.